Hi-di-ho, meine Lieben, ich bin's wieder, euer G-Man. Wir spielen hier gleich im Anschluss weiter. Folge 2 von. Ich hab vergessen, wie das Spiel heißt. Volcano, Vulkaidien oder wie das heißt? Vulkanoids. Vulkanoids, danke, Ah, David. Ich glaube, ich hab's ja. sogar beim ersten Mal falsch gesagt. Also langsam wird's mir warm, auch hier. Wir sind jetzt in Folge 2. Gerade ist der Vulkan ausgebrochen, wie ihr bei Folge 1 bestimmt noch mitgekriegt habt. Und wir machen hier ganz, ganz fleißig weiter. Ich gehe mal aus dem Ausguck wieder raus. Und gucken uns das Spiel mal weiter an. Das sind ja jetzt erst unsere ersten Eindrücke nach einer Stunde. Jetzt werden wir die zweite Stunde spielen. Sonst hoffe ich, euch geht's gut. Wir drei können erstmal nicht klagen, außer dass ich gerade anfange, ein bisschen zu schwitzen. Und man sieht ja, wie rot mein Kopf ist. Und meckern tust, wenn du erschossen wirst. Ja, aber nur von Lars. Nee, sonst das, was ich zum Anfang und auch zum Ende nochmal sagen werde, lasst gerne ein Like oder ein Dislike da, wenn es euch nicht gefällt. Schreibt bitte in die Kommentare, was zu verbessern sein könnte oder wenn ihr Vorschläge habt für andere Spiele oder andere Formate. Brumm, brumm. Lasst gerne ein Abo da, würde uns sehr, sehr doll helfen. Kostet euch bloß 2 Sekunden eures Lebens und ihr werdet weiter mit lustigem Stuff von uns versorgt. Sag jetzt mal so. Verwöhnt. Verwöhnt, genau. Sieht die Decke gut aus, Lars? Die Decke? Ja. Ah, okay. Ihr fällt ja da oben, ja? Ah. Sieht man denn, dass ich da hochgucke? Ja. Du Wenn du hast das so schon wieder machst? eine Knarre in der Hand. Natürlich. Könnte ich jetzt mit einem Schraubenschlüssel Achso. penetrieren? Will mal jemand durch das Dings gucken? Hier kann man nicht aussteigen, wa? Durch Dings gucken. Durch das Periskop? Warum Durch können wir hier nicht das. aussteigen? Guck mal, weil Ach hier so, schon ein ja, hier Bohrer steht steht. direkt ein Bohrer vor uns. Muss so ein Stück weiter fahren. Was ist da oben? Oh, was ist hier? Da steht. Hier sind zwei Reagenzgläser. Was steht hier? Warte, ich muss wieder hochgehen. Immer noch der Bohrer, was sich kaum bewegt. Achso, nee, das ist hier ein anderer Bohrer. Ja, da ist besetzt. Da ist ein Stern. Also hier Steht sind da zwei Drillschiff. Reagenzgläser. Oh, hier ist Die eine pullern Pumpe. gleich und gerade ins Glas. Aber du machst so langsam die Karte frei, das ist gut. Ach, Ja, das nächste ist wieder besetzt. Ey, dann kann es ja wirklich sein, dass wir die Dinger von außen erstmal platt machen, wie Ja, wir die damit quasi war da als überhaupt auch. Checkpoint. Genau. Ja, denke ich auch, Digi. Aber ich guck noch Obwohl, mal. jetzt Ah, ist ne, Schacht. hier. Schacht zwischen erster und zweiter Ebene. Okay. Oh, würde sagen, wir gucken einfach mal. Ich kann jetzt aber gerade nicht gucken. Bewegst du dich schon Achso, wieder? ne, ja, ne, weil ich unter. Bin in die zweite Ebene nach unten. Wir sind jetzt im zweiten Tunnel. Okay, dann kann ich gar nicht mehr. Doch, Nee, auf glaube M kannst du gucken. ja, auf M, Drück ja. mal M, dann siehst du das da. Ah, stimmt, da können wir Dann David zugucken, wie er fährt. ja, und dann kannst du mit der Maus Nicht in die immer Lava, David. Bild Ja, festhalten und hinterher. Nein, für dieses Minispiel ja hier auch eigentlich total knuffig gemacht. Ist eine gute Bisschen Idee. dünn. Wir kriegen ja Oh, da sogar ist noch was Gold, oder? Großes nebenbei. Hier Nee, ist Schwefel. Schwefelblubber. Oh, hier. Teufelsmagen 3. Ja, ist frei. Aber Kannst du weil direkt gucken. guck erstmal, ist wirklich frei, weil das sieht ganz schön böse hier aus. Aber hier ist kein Stern auf der Ist Karte. frei. Wir sind halt in einer großen Lavahöhle dann. Wollen wir es riskieren? Können wir machen. Ja. Ey, brauchst du mal neue Munition, bitte. Wenn ich tauche mal wieder ab. Hab ich hergestellt, kriegst du, glaube ich, gleich. Ich hoffe, dass das, was ich hergestellt habe, sind nicht nur ein Schuss. Ich habe 30 hergestellt. Ja, jetzt müssen wir doch aus dem Boden kommen. Oder? Ah, 24 halt noch. Es neigt sich. Wo wäre, wenn denn Munition drin? Ja, wir kommen hoch. Oh, ich sehe schon Gegner da hinten. Die kommen jetzt schon angerannt, glaube ich. Ja. Haben die angerannt? Ja, geradezu Ja, rechts. bleib mal drinnen und eine Kanone macht das weg. Ich Ach, brauche mal weiter. Wie kann ich Brauchen wir denn gleich wieder. Munition teilen? Irgendwas mit R hinkt, aber bei mir hat es nicht funktioniert. Sie sind fast da gewesen.
Wo haben wir eigentlich die Muni? Ich glaube, ich habe die noch im Inventar, oder? Ich wollte jetzt also erstmal schnell abtauchen. Also Teufelsmagen fangen wir vielleicht erst an, wenn wir bessere Waffen und alles haben. Ja, ja. Also vielleicht auch, wenn alles bewaffnet ist, wir haben gerade nur ein. Weil sonst brauche ich für meinen Revolver 1000 Schuss, bitte. Ich konnte mir gerade 30, ja. 24 habe ich noch. Ich habe 8. Ja, reicht. Hier noch was drin? Ah, nee, mir ist das Schwarzpulver ausgegangen, stimmt. Da stand auch der Auftrag, Cock Drillship überfallen. Du hast den Cock Drillship überfallen, ja? Da steht doch da oben, Auftrag. In der Ecke. Auftrag, Steuerungs, Armband, Periskop, blablabla. Will ja Handcomputer durchdrücken von U. Okay, jetzt mal wieder durch den Ausguck, gucke jetzt erstmal wieder ruhig. Ich fahr mal woanders hin. Ja, mach das. Was ist das hier? Eisen hat der noch gar nicht. Also ich drück einfach M und wir gucken David mal zu, weil wir so ein bisschen über die Karte sind. Ja, wenn du möchtest, kannst du. Nö, alles gut. So kann ich vielleicht mal schnell auf Toilette flitzen. Ne? Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir fahren. Wir tauchen schon gar nicht mehr. Ich hab eine Mine freigelegt. Hier haben wir. Stell dich mal drum. Mal in den Kisten ist anscheinend nicht. Pfeiler, ich hab dir mal 40 Schuss ins Inventar gemacht. In das Dings. In den Ofen oder oben? Nee, das unser Schiff-Inventar. Also den Ofen. Ich nenne es den Ofen. So ein bisschen wie bei einer Dampflok. Wir haben nur noch 10 Schuss für das Geschütz, ne? Okay. Da konnte ich nicht, weil ich konnte ich keine 100 herstellen, weil ich keinen. Ach, kein Schnigelbums hatte. Wie heißt denn das da? Schnigelbums. Schlingelbums. Ganz Schlingelbums. Schlingelbums. Ein Schwengelbums. So, oben haben wir jetzt ein Forschungsdings. Frag cool. Mich nicht für was, aber wenn du möchtest, kannst du es dir mal angucken. Na, dann komme ich wieder zurück. Da hinten ist auch was Interessantes. Das würde ich mir auch mal schnell noch angucken gleich. Oben hast du gesagt, ja. Uiuiui. Das grüne Ding. Kann bloß nichts dran machen, David. Na doch, du musst oben in der Mitte drücken. Das, was umleuchtet, umrahmt ist. Drück E. Plus? Nee, nur anklicken. Muss hier Werkbänke alles mit Klicken benutzen. Hier oben das. Na, hau ich mit der Picke. Nee, achso, du musst eine Sache aus der Hand nehmen. Da ist nichts. Geht nicht. Hä? Das oben, das da, wo die zwei Nullen sind. Da kannst du nicht anklicken? Jetzt. Ah. Ja. Da, blau. Konverter und Sport. Hier können wir verschiedene Sachen machen. Forschungsdienst und eine Technologie. Dafür brauchen wir die Teile. Unten haben wir ein Raffinerie-zerstörtes Ding. Kannst du mir mal da reinschmeißen? Weil die Teile sind doch hier drin. Ja, da auch. Ja, dann schmeiß die mal da drin. Kann ich die dann da reinschmeißen? Weiß ich nicht. Nimm sie ins Inventar und dann guckst du da rein und guckst, wo sie gehen. Oh, oh. Das war laut. Hat jemand was gebaut? Nein. Nö. Da was ich sehe hier Bus. Ich bin hier bei Robotern und. Oh nein. Ja, was soll ich denn zuerst machen? Raffinerietechnologie. Baupläne. Nee, ah, okay. Da fehlen mir wirklich echt die Materialien für alles, wie es aussieht.
Dann packe ich die Sachen wieder zurück. Was? Öffne oder baue mehrere Kraftwerke. Energie. Ach, Energie wird knapp. Das heißt das. Bum, bum, bum. Am Strand liegt wieder Cola. Baue ich mal schnell ab. Achso, kannst du irgendwas mit der Dampfturbine machen? Oder? Guck einfach du mal, David. Wenn du es verstanden hast, kannst du mir ja sagen. Aber ich habe gesehen oder denke, dass ich mir fehlen überall Teile. Ich habe nicht genug, um was da zu machen. Geil, hier ist wieder... Doch, hier. Raffineriedaten. Zerstörtes Raffineriemodul Stufe 1. Achso, du brauchst Kohle dafür. Mhm. Du musst Kohle im Inventar haben. Ja, glaub, David, kommst du mal mit? Wo bist du? Komm mit. Wir gehen auf Adventure-Tour noch schnell 8 Minuten. Achso, ich muss die Tür zumachen. Ja, jo. Warte hier hinten auf dich. Kann man das einstellen, dass die Tür, vielleicht müssen wir die aufwerten, dann geht die Tür von alleine zu. Weil wir können ja echt alles aufwerten. Die Dinger da drinnen können wir aufwerten. Aber wir müssen eine Sache erst herstellen, damit wir das abwerten. Das können wir ja, dann machen wir mal wieder abtauchen. Achso, und die Segmente können wir nur unterirdisch ranpacken. Oh, war Lars hier schon? Weil oder ist Lars hier? Bist du in der Mine, Lars? Haben wir hier ich war drin? Schon da. Überall auch? Unten und überall? Nee, ich hab das abgebaut, was ich gesehen habe. Ich bin ja nicht weitergekommen. Also... Du bist ja, du kommst ja nicht. Nee, unten war er wohl noch nicht. Hier sind noch Bretter vernagelte. Ach, da ging es noch weiter? Nee, da war ich. Nee, ging nach unten noch. Da war so eine kleine Treppe nach unten, Leiter. So. Ah, hier ist auch noch. Kohle. Sehr schön. Kohle. Alter, für euch. Ich sehe das ja jetzt, als für euch ist das ja mega dunkel, wa? Oder liegt das hier gerade mal an meinem Bildschirm? Nee, das ist echt mega dunkel. Nee. Das können wir nie so lassen. Wartet mal, Leute. Peila, hast du die Cola aus dem Schiff jetzt genommen? So würde ich sagen, wa? Dann seht ihr wenigstens was. Ja, warte, ich bin gerade im Dingsmenü. Die Kohle hatte ich nicht genommen, nein. Ich habe gerade Kohle selber aufgesammelt. Die aus dem Schiff habe ich nicht genommen. Ich komme, ich habe ganz viel gesammelt. Ja, jetzt würde ich sagen, ist okay, jetzt seht ihr ordentlich was, oder? Das ist mir vorhin ja nicht aufgefallen. Ich muss mal öfter nach links gucken. Hier bin ich jetzt im Kreis gelaufen und kommen wir noch weiter runter. Ich habe Angst. Also letztes Mal kam ich nicht noch weiter runter in der anderen Mine. Und hier haben wir eine Kiste vergessen. Oh cool, hier ist ein Schrank in der Kiste. Aber da bin ich lang gelaufen und runter. Hier unten, David, können wir noch lang. Ja. Da können wir noch aufmachen, links, rechts, links, rechts ist nix. Da ist noch Kohle. Was brauchen wir alle? Achso, Aufwertung erstmal. Ich hab dich gehauen, sorry. Schieß ihm ins Knie. Müssen wir uns dran gewöhnen wie bei The Forest, David. Oh, geht's hier echt noch tiefer? Nee. Nee. Aber wenigstens was drin, Kohle. War das andere, wo eher eine Kupfermine und das hier ist eher eine Kohlemine. Soll ich gleich noch mal 100 Schuss für den Pistolenturm fertig machen? Mach ruhig. Ja, oder für die normale Pistole. Also ich glaube, die haben 160 oder so. Jetzt haben wir auch jetzt Bildschirme. Ja, also mal hier gucken. Kommen wir raus. Müssen wir mal gucken. Hier oben war Lars schon, ja. Ja gut, ich glaube, die Dinger sind hier auch eher klein gehalten. Können wir auf der Karte Markierungen setzen, David? Wollen wir mal ausprobieren gleich? Weil wenn es geht, machen wir hier mal Kohle. Also eigentlich ja M. Wir stehen hier. Auch steht doch sogar Kohlemine. Brauchst bloß drüber habern. Oh ja, stimmt.
Ah, das sieht man auch da unten an dem Bild. Ah, ja. Dann können wir da immer wieder hinfahren. Richtig. Und so quasi Ressourcen fahren. Genau, und das wo wir vorhin waren, die Kupfer. Und hier ist die Kupfermine gewesen. Ja, alles klar. Ja, guck mal, und da oben, rostiger Ambossdorf, Bereich mit Tech-Vorkommen. Dann kriegen wir da wahrscheinlich hier die ganzen Module. Ah, deswegen haben wir da oben bei dem Dropship die Module bekommen. Ja. Oh, und guck mal, wir können danach hier oben hinfahren. Hoher Pass ist frei. Ja. Das, wo wir hingehen können. Und da, das noch weiter oben, Schluchtlandplatz ist jetzt auch frei. Da ist auch eine kleine Schluchtdorf, Kupferminus hier hinten, Dorf am Strand. Es kommt drauf an, ob wir jetzt erst die Karte ein bisschen mehr aufschließen wollen und dann halt gucken wollen. Ja, wir müssen halt gucken, dass da kein Bohrer ist. Also ich hätte gesagt, wir fahren dann erstmal hoch zum Hohen Pass. Gucken, ob da ein Ding steht. Handwerkbetrieb. Aber wir haben nur 6 Minuten, ob wir hier rüber noch zum Handwerkbetrieb können. Den Platten machen. Bist du da echt hin, ne? Muss ich jetzt aber wieder umdrehen. Ich würde jetzt sowieso zurück zum Schiff gehen. Okay. Aber der sagt immer noch energiebeknappt. Öffne oder baue mehrere Kraftwerke. Weil wir wahrscheinlich. Dran vorbeigerannt. Weil wir jetzt 4 Türme haben, oder? Aber ich weiß nicht, wo man hier was. Kann sein, dass wir den erst erforschen müssen oder Module, Komponenten, Module. Na, ich baue gerade ein paar Kupferbarren, damit wir ein bisschen weiterkommen. So langsam erschließt sich das Spiel. Gesundheit, Lars. Oh, ich habe also gleich bis zum Fenster gespuckt. Ja, und sorry für euch. Falls jetzt einem eine Trommelfell rausgefetzt ist, Beschwerden gehen an Lars, bitte. Ja. Hübsche Mädels können vorbeikommen, ich mach's wieder gut. Männer bitte zu David. Ich gebe euch mal einen groben Riss, wie Lars aussieht. Wie ein Wikinger. So würde ich ihn beschreiben. Ein Mitte 40 ja. Wikinger. Also brauchen wir ein kleines Wikinger-Mädchen. Großen Links, David. Er rennt weg. Da kommt noch einer. Alter, der schockt mich. Alter, ist das mies. Das Vieh ist ja mies. War da das Ding mehrere Sterne? Keine Ahnung, sind aber 2 Einsternige hier. Oh oh. Oder? Sind das Geschütze, die auf mich schießen? Ja, aber da guck mal, das sieht schon voll futuristisch aus. Und einer? Mann, manchmal connecten die Kugeln nicht. Oder ist das der Revolver, der einfach nicht so gut zielen kann? Nee, die Streuung steht auch ganz groß da. Also, kann sein, dass der... Ich muss nachladen. Zurück. Mit einem Wild-Western-Revolver und Roboter schießen. Das ist ja auch geil. Haben? Warte, wir müssen mal gucken, wie wir hier. Ich glaube, wir müssen die Tür einschieben. Oder können wir die einhacken? Wir können die bestimmt einhacken. Ja, richtig. So lange kommen sonst immer mehr. Oh, die schießen durch die Tür. Echt? Warte, wenn jetzt so ein Schock gut kommt, bin ich gleich tot. Ansonsten heile ich. Oh, ist offen. Alter, der quetscht mich ein. Nice, danke. Oh, hinter uns kommt einer. Mehrere. Oh fuck. Mach da innen dein Ding erstmal. Ich muss nachladen. Ja. Pass auf, die kommen. Oh fuck. Alter, wie viele sind das denn? So, dann lass abhauen. Einfach zurück. Oh shit, Alter, du hast nicht mehr viel Leben. Hast du dich geheilt? Wurdest du geheilt? Ja, perfekt. Okay, Mamo. Einen habe ich. Oh, keine Muni mehr. Ich baue gerade. Aber wenn ich jetzt hinten rumlaufen kann, gehe ich jetzt schnell alles looten, was hier ist. Das habe ich schon. Sind alles tot bei mir anscheinend. Oh, andere Seite ist zu. Achso, dann kann ich hier aufmachen jetzt? Nee. Nee, eine Seite ist offen, aber habe ich die Tür weggekloppt. Alter, ist hier viel Stuff drin. Und alles mit? Das ist ein zweites. Warum können wir das nicht mitnehmen? Nachtraum. Ja, nimmst du. Ja. Oh fuck, die kommen hier immer wieder. Ja. Ja, oben war ich jetzt noch nicht, David. Oh, hier ist noch eine.
Oben war ich noch nicht. Eine Minute 50, Freunde, ja. Oh Mann. Hier ist was drin. Alles mitnehmen. Da alles mitnehmen. Okay, kann ich aus. Das okay, zurück. Drin. Schnell! Renne, David! Renne, 150 Meter, das schaffen wir. 1,30 haben wir noch. Das Inventar ist bis zum Rand voll. Schaffen wir. Also es deckt sich ja mal weiter. Ich frage mich eh, wie voll das Inventar geht. Na, du hast eine Anzeige. Also 50, ich weiß gar nicht, 35 oder so. Okay, so voll hatte ich es noch nie. Sind alle drinnen? Jo. Ja, ich bastel schon die ganze Zeit. Und dann auch. Achso, mehr geht da gar nicht rein, wa? Wollte ich da nicht auch mehr reinpacken? In den Ofen hier? Nö. Ich hab das nicht. Passt los. So, Baumeisterkopf für Dings, für Dings. Welchen hast du gedrückt eigentlich? Das kommt nach oben, das bleibt hier. Okay, man kann nur einen Stack voll reinschmeißen, wie es aussieht. Wenn der Stack voll ist, dann geht nichts mehr. So, wollen wir zu Kupfertal oder Hoher Pass? Obwohl, wir fahren erstmal hin und gucken überhaupt, ob das besetzt ist oder nicht. Sich wieder keine weiteren Plätze. Ah, hier ist jemand drin. Okay, das sehen wir vor. Ich habe immer noch Sachen über. Ich kann die Busse nirgendwo reinpacken. Hier ist auch einer. Dann nehme ich mal das Heilzeug hier einfach noch raus. Das und das. Dann kann ich das hier noch reinpacken. Bohrinventar voll. Verlagerung. Ich baue hier oben mal noch einen Schrank hin, ja, David? Ja, unser Dings ist auch voll. Ich kann hier nämlich nirgendwo mehr irgendwas machen. Wie gesagt, wir müssen wahrscheinlich die Module zercraften. Ah, dann macht die gerade schon in 20%. Ich erforsche gerade ein Raffinerie-Daten. Wie kann ich den Schrank denn setzen? Kann sein, dass hier oben voll ist. Nicht wahr. Ich kann es nicht nach unten in die Taskleiste ziehen. Was steht denn da? Achso, nee, du musst dein Ding in die Hand nehmen. Schraubenschlüssel. Ich hätte einfach lese so. Perfekt. Nice, nice. Jetzt erstmal der andere Kram rein, den ich noch über habe. So. Das lassen wir hier drin. Achso, Lars, da musst du aufpassen. Wir haben zu viel Munition drin, deswegen ist unser Lager gefüllt. Achso, okay. Wir brauchen noch Muni. Ja, aber wir können jetzt nichts anderes einsammeln. Das ist das Problem. Also wenn ich hier unterirdisch Erze einsammle, sagt dann mein Inventar ist voll. Ja, Inventar ist voll. Wir müssen fragen, dann müssen wir das Bohrer-Inventar mal noch. Ich mache also, raus hier und pack das nach oben. Ja. Kohle muss ja drin bleiben, damit wir damit wir fahren können, drin, oder? Kohle muss drin bleiben. Okay. Alter. Muss ich hier alles in 10er-Schritten rauspacken? Nee, du kannst glaube ich Rechtsklick machen und rüberziehen. Irgendwas war da. Nee. Das sieht das gleiche wie Linksklick.
Draußen sieht scheiße aus. Ich hätte jetzt so eine Standritt erwartet, Lars. So, Achso, also, passt da noch so ein Schrank hin? Ich habe auch so einen Schrank. Ja, klar, mach gleich noch einen daneben. Ja, genau. Den habe ich nämlich hier. Weil dann packe ich. Achso, den muss ich den muss ich bauen, wa? Ah, gucke da. Hier, da passt er nicht hin. Da passt er hin. Aloha, hey. Komm, hier die Metalle rein. Also das Erz. Oh, jetzt deckt sich das nicht mehr. Hat das Spiel einen Bug, David? Nee, in Kisten stackt sich das, glaube ich, zusammen, aber im Inventar nicht. Nee, in Kisten, in dem Schrank hier auf jeden Fall nicht. Also ich krieg mein Inventar gar nicht leer. Ja, dann vielleicht nur in dem Frachtraum. Von dem... Die Raum. Kiste ist auch voll. Ja, ist logisch. Ich hab aber noch... Ich brauch noch so eine Kiste, so viel Stuff hab ich. Ja, na, immer 15 Teile bloß. 15 von 15. Ich hab hier nochmal. Nee, wir haben hier nochmal Munition. Für die große Knatterbums. Die kann ich aber hier drin behalten erstmal. Ja, den Schrank, weiß ich nicht, wo halten die gebastelt, oder hat den gefunden? An der Werkbank, oder? Ja, gefunden habe ich meinen, ja. Aber hier müsste man noch irgendwo. Ich hab schon meinen auch gefunden. Module. Da, Schrank. Eine Kupferplatte, eine Kupferschraube. Ja, wir müssen uns die wirklich erst was kämpfen. Die sind immer. Kupferplatte habe ich. Ich baue gerade noch einen Schrank. Wo kriege ich einen Kupferschraube? Ja, oder stand da Kupferschrott? Und ich habe nur falsch gelesen. Kupferschrauben? Kupferschrauber, nee. Oh, steigen auf. Ja, und wir ja, nehmen Frage. Uns gleich zwei Leute, die greifen uns gleich an. Kupferschraube? Okay. Die kannst du basteln hier, auch hier drin. Ein so fliegender Roboter und so ein Typ, der läuft genau, der steht. Mann. Der steht gleich. Ich habe eh keine Munition, ich kann dir eh nicht helfen. Sorry. Nee, David, andere Seite. Doch tot. Achso, naja, nee, aber ich meine bloß, die sind gleich. Ja, ne, ich konnte auf einmal nicht mehr abbrechen. Also ich bin nur. Also. Oh. Oh, dafür brauche ich einen Kupferbarren. Alter, Falter. Habe ich denn überhaupt irgendwo schon Kupferbarren? Boah, hier ist ja so eine. Ansonsten nimm dir welche unten aus dem Schrank raus und dann kurz zum. Wie nehme ich denn die Roboterteile eigentlich auf? Oder Waffe aus der Hand und Rechtsklick. Also nee, du kannst nur den Loot nehmen. Teile an sich kannst du nicht nehmen. Ach so, weil hier leuchtet nämlich so ein Energiebums und. Das kann ich leider nicht nehmen. So, wir brauchen erstmal Ressource. Oh. Leg ich die denn automatisch ins Inventar? Ja. Ne? Wieso? Große Pistole? So, stellen wir noch zwei Schränke her und dann sollte unser Platzproblem erstmal okay sein. Irgendwann, wenn wir das Problem haben, wo stellen wir die Schränke hin? Mhm. Okay. Doch, doch. Ja. Da müssen wir uns verlängern. Hab ich gehört. Da musst du mich streicheln, dann verlängert das da. Den Schrank auch verbauen, wenn es kacke aussieht? So, wenn wir da was drin packen können. Der Schönheitsaspekt ist erstmal eine Nebensache, oder? Aber hier sind wir schon mal aufgetaucht gewesen, oder? Weil hier sind die ganzen Kisten. Ah, hier ist aber alles. Kupferlöhre. Ey, wir haben so viel Eisen. Erz, da haben wir schon ein ganzes Ding, ein ganzes Schrank alleine voll mit. Ups, wo war ich denn? Falsche Taste gedruckt.
Na gut, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Platz. Ist auch grob sortiert, Leute. Nice. Vielen Dank. Jetzt muss ich mir bloß noch Munition herstellen. Na, ich heile uns erstmal, David. Ich schon gerade mal neben dir stehe. Plup. Nice, danke schön. Nö, ich habe nur dich geheilt. Ich habe gedacht, wir heilen uns beide. Das ist ja scheiße. Nee, ich dachte auch, wir haben uns vorhin auch beide geheilt. Oh, wenn du bei den Rubis genau auf den Kopf zielst, jetzt geht's. Dann reicht ein Schuss. Wenn du ihn triffst, ja. Aber wie gesagt, die Waffe hat ja einen Streuradius. Das hat mir David ja auch erklärt. Wo ich mich vorhin gewundert habe, warum ich keinen Schuss treffe auf 25 Meter. Ja, beim zweiten Schuss hat es gerade funktioniert. Aber vielleicht wird es ja auch besser, die Waffe. Patronenhülsen, Schwarzpulver. Haben wir das überhaupt, David? Aus Kohle und Schwefel musst du das herstellen. Was haben wir? Schwefelerz oder? Ach, man, ich kenne mich doch ja nicht aus, Leute. Gelbe Pulver, das Schwefel und Ich habe aber nur Erz, wir haben kein gelbe Pulver. Nee, naja, du musst das zu Pulver machen, unten beim Dings. Unten bei der Schmelze. Ich baue gerade aus. Jetzt kommen sie. Achso, ich darf nicht auf diesen kleinen Bildschirm gucken, jetzt habe ich es gerafft. So, dann muss ich nach unten und dann muss ich hier an das Ding oder was? Oh, mein Inventar ist voll. Schlecht und ich kann das Erzschwefel erst nicht abbauen. Ach Mann, ey, ich hab schon wieder einen Schrank. Hä? Das ist ja geil. Das Spiel oder bin ich gerade ein bisschen blöd in der Birne? Wenn ich Schwefelerz habe, dann muss ich doch damit hier unten anders an den Ofen ran, oder nicht? Ja. Und dennoch Schwefelpulver drücken. Na, ein oder zwei. Na, du hast du Kohle in der Hand? Also Kohle in der Hand? Ah, ja, ich hab dich richtig geguckt. Da steht ja immer, was du dann immer brauchst. Für vieles brauchst du komischerweise auch Kohle. Also am besten immer, weiß ich nicht, 10, 12, 20 Kohle in deinem Fahrrad. Genau, und jetzt mach das, wenn es fertig ist, kannst du es unten rausnehmen. Das kommt dann unten raus. Genau. Ich hab's verstanden. Patronenhülsen, mache ich die hier an der Werkbank oder wo? Ja. Brauche ich Kupferbarren. Mal weg vom der Apparatus. Wir wollen mal die großen Konverter hatten wir ja auch. Du kannst das trotzdem benutzen. Ne? Na, der kann immer nur jedes Mal herstellen. Wenn du oben lernen kannst, meinst du dann? Ja, man könnte mehrere Sachen herstellen. Hier passt ja schon nicht. Passt ja schon nicht. Deswegen braucht man dann später mehrere, würde ich sagen. Okay. Ihr könnt ihr den hinter den anderen Schrank stellen. Ey, mach einfach. Auf das Feld, das ist ja cool gemacht. Auf das Feld kannst du draufklicken und dann kannst du da reinziehen, womit du die Kiste markieren möchtest. Aha. Auf jeden Fall hinter der Kiste sind jetzt noch zwei Kisten an der Wand. Okay, sehr schön. Heiler, hier sind noch 24 Waren. Hm.
Ich muss jetzt mal gucken, ja, wo ich den ganzen Müll abstelle. Na, ich hab das doch schon oben in die Schränke grob sortiert. Und ich bin gerade die ganze Zeit nur am Produzieren. Okay, weil ich hab nämlich ganz viel von Kohle, Kupfererz und Schwefelerz. Wir hatten doch vorhin noch einen Konverter, aber ich denke, vielleicht ist der auch in irgendeiner Kiste noch drin oder so, David. Nee, ich habe oben gerade einen Erforscher noch drin gemacht in die Dings da. Da hat er dann was genommen. So, na, und hast du das Ding dann da unten rausgenommen? Frag mich mal nicht, er hat gesagt, er ist fertig und dann war ja, das na, erledigt. Wir brauchen den. Ja, dann kriegst du eine Blaupause. Hast du eine Blaupause bekommen? Muss ich mal reingucken, warte. Guck ich gleich rein. Was war damit? Ah, hier ist noch ein Konverter. So, Konverter herstellen. Jetzt. Achso, Pilar, wenn du möchtest, wir sind glaube ich noch. Genau, unter. Nee, wir sind hier unter. Okay. Wir sind noch oben jetzt, ja. Ich stell grad bloß erstmal hintereinander weg ein paar Ressourcen und so, ja. So. Weil hier ist noch, wir haben noch 10 Minuten und hier ist noch das Tech-Dorf. Können wir ja gleich machen. Erstmal schnell wieder zurück. Wo haben wir das Pulver immer reingepackt? Test 1, 2, 3? Ja. Okay. Nicht wieder aufs kleine Fenster gucken. Okay, ja, hat der einer schon nicht schönen Schrank angebracht, ja. Dann packe ich meinen Pulver in den nicht schönen Schrank rein. Das war der. Oh, die Blaupause ist gleich fertig. Also wenn ich das richtig verstanden habe, können wir diese Roboterteile, die können wir hier über dem Ding hier abgeben. Und dann können wir unsere Module verbessern dadurch. Okay. Boah, aber mal ein oder zwei oder drei, je nachdem wie gut das ist, und so kann man dann die Stufe halt upgraden. Na gut. Denn ich hab Muni, David. Oh ja. Ich hab was zum Heilen, theoretisch können wir. Sonst mal, wir haben. Wie gesagt, wir haben Erz und alles Mögliche da. Wenn einer sonst groß nichts zu tun hat, kann er auch einfach Sachen herstellen nebenbei. Oder wir sollten uns mal mehr von den Öfen bauen, dass man davon zwei, drei Stück hat. Obwohl ich ja nicht weiß, vielleicht wenn man den Ofen aufwertet, kann man mehr in die Kette packen. An verschiedenen Stoffen. Sollte man vielleicht erstmal versuchen, den aufzuwerten. Ja, wie können wir Stationsforschung brauchen? Wir Anfangsforschung. Und ein Kupferrohr brauche ich, dann kann man das Ding aufwerten. David, wollen wir nun los oder nicht? Wie los? Wohin los? Na, du wolltest doch noch ins Dorf. Achso, nee, ich hab ein volles Inventar. Ich kann nicht. Ich brauchen. Geh mal kurz ohne mich. Oder nimm Lars mit. Ich kann gerade nicht. Ich hab den Muni rein jetzt. Muni lag. Mann, nicht auf das Fensterchen gucken. Doch, hier war die Muni. Dann packen wir da mal ein bisschen was mit rein. Ach du Scheiße, ich hab vorhin irgendwo die falsche Taste gedrückt, brauche ich die. Scheiße. Ja.
wo die falsche Taste gedrückt? Ich habe die öfters gedrückt, wie es aussieht. Schlüssel her. Das sind dem hier setzt es. Naja, ist mir egal. Ja, Leute, schnell! Viel zu viel rumgetrödelt. Wo müssen wir denn hin? Da hinten, wo ich jetzt hinlaufe? Scheiße. In welche Richtung ist denn das, David? Dorf am Strand? Nee. Dorf am Strand? Dann willst du da hin? Nee, andere Richtung, Amboss, aber ich weiß nicht, das ist ein bisschen weit weg. Gehen wir schon hin. Ja. Da kommen Gegner. 5 Minuten, David. Sicher, dass du es alleine schaffst. Für die ewigen Jagd. Ey, das Revolver kann doch so scheiße sein. Ja, wir machen ja gleich eine neue Waffe. Er liegt da. Ich hab Revolver mal jetzt noch gemacht, ja. Ich hab mal 100 Schuss. Okay, hier sind recht viele Gegner. Verkackeiern. Ja. Hast du was aus dem Ding rausgenommen? Aus der aus dem Forschungsding? Nee, ich hab doch nicht. Da warst du bei der. Da warst du in der Forschungsstation. Warte, ich gucke. Ich gucke, warte mal, ich war gerade nass. Ich komme. Bauplan, warte mal, guck mal. Nö. Ich hab keinen Bauplan. Nur noch. Reparaturseits. Ich brauch noch ein Rohr. Ich brauch noch ein Vorrohr. Hab ich. Willst, wie viel willst du hier hinschmeißen? Okay, nee, ich dachte, die Baupläne, die wir. Keine Ahnung, wo das Zeug ist, David. Was wir hier suchen. Wir kommen am besten wieder zurück. Wie gesagt, wir müssen. Oh, ich glaube, ich hab's, oder? Liegen so große Sachen rum. Oh ne, hier geht's unten auch noch rein. Ja, okay, nee, das müssen wir beim nächsten Mal nochmal richtig gucken. Das schaffe ich nicht alles. Hier ist auch noch ganz viel Material zum Abbauen. Geh lieber wieder zurück. Hier kommen auch wieder immer überall Gegner. Ach, okay, das Ding ist ja echt im Arsch. Oh, nice. Aber, sorry, das hätte aber treffen müssen, Leute. Weiter. Bin auf dem Weg, ja.
Mal, wenn es zu knapp wird, müssen wir leider ohne dich fahren, sonst müssen wir mit unserem Ding neu anfangen. So, alles gut. Ah, okay. Sprinten und heilen geht nicht, aber sprinten und nachladen geht. Das muss auf die andere Seite. Bist du, genau. Wir können jetzt eine Waffeneriestation bauen. Stationsweite. Ah so. Oder haben wir das schon? Nein. Alter, das Ding ist größer geworden. Nee, doch nicht. Sortiert, würde ich sagen. Okay, okay, okay. Okay. Lagern wir von den Erzen einfach das Schwefel und die Kohle weg, weil wir das ja eh für Schießpulver und so brauchen. Dann teilen die sich hier noch was. Und die packen wir da alle mit. Es ergibt doch einen Sinn, ergibt das, denke ich. Hoffe ich. Okay, wir müssen als nächstes die Werk. Ah, nee, warum nein. Also scheiße. Nee, hier ist. Ja, okay. Ich versteh's. Hat keiner so, mit dem Bohrer rum? Achso, nee, das kannst du gerne machen, wenn du möchtest. Für ein komisches Geräusch. Mein Drucker. Oh, okay. Willst du Schwefel einsammeln? Ich sammle hier gerade auch Schwefel zum Teil ein. Aber wir haben Schwefel. Das ist in einem rechten oberen Schrank drin. Da ist Schwefelpulver und Schwefel drin. Guckt der mit? Ja, ich. Da oben. Ja, da hat der hin. Wieso kann ich das hier reinstecken? Würde ich jetzt mal nicht gut. Hier. Okay, gut. Also, wir müssen die Maschinen einmal upgraden, dann greifen die auch auf dem Inventar in unserem Dings zu. In so Schränke oder? Nee, nicht aus den Schränken, das leider nicht.
aber aus unserem... Oh, das könnte ich... Nee, ich muss das ja umsetzen. Nee, nur in dem Inventar von dem Dings vorne, von dem Bohrer. Aber da haben wir auch 40 Plätze drin, also könnten wir da quasi mal ein bisschen was von den Raubressourcen reinmachen. Also nur die Pferdchen-Sachen, jetzt kein Erz oder so, sondern ein bisschen Pulver, ein bisschen Kohle, ein bisschen Barren. Weil da kannst du dann, wenn du, wie gesagt, alles upgraded hast, aus dem Dings drauf zugreifen. Und du kannst mehrere Sachen hintereinander jetzt bauen. Also ohne dran zu stehen dann. Okay. Ich habe schon recht viel gesammelt, aber du kannst ja mal in die Kiste gucken. Ein Bohrer. Zieh hoch das Ding, Lars. Zieh hoch. Nee, ich hab meine Gummihandschuhe aufgeblasen. Ah, okay. So. Jetzt kommt der Analdoktor aus dem wieder raus. Meistens noch zwei, dreimal nehmen. Nee, ist ja nur das Fahrzeugzentrum an der Hände. Ist ja nur, wenn du raus nimmst aus dem Bad, dass du das da. So. Und jetzt wieder 5 Stunden. Wieder auftauchen wollt, müsst ihr sagen, ne? Dann sucht man einen freien Platz oder wir gehen nochmal da wohin, wo wir gerade eben waren. Digga, ich weiß nicht mehr, wo ich herkam, ne? Gehen wir hier genau hier unten, sichere Feld. Da waren wir schon. Ja, ich sehe es halt nicht, ich bin ja hier so. Ja, geradeaus. Und da jetzt. Ja. Ich bin hier so oft im Kreis. Ja, und dann ist da die erste Etage. Später können wir ja noch tiefer. Oh, hier sind gleich. Sind Gegner. Kommen wir auch mal aus dem Boden oder backt das bei mir? Ne, das dauert immer ein bisschen, bis du aus dem Boden raus bist. Oh, okay. Dann braucht er auch erstmal eine Weile nach oben. Ja, und dann rennen wir jetzt gleich nochmal kurz rüber. Ah, dann machen wir das Kupferteil erstmal frei, dann können wir ganz viel Kupfer holen. Übrigens, David, ihr seid wirklich Bilder wie der Baumarkt. So gesagt. Ja, bei 40 mal 60 sind 60 oder 70 Cent pro Meter günstiger. Steht. Freut mich. Das Geschütz regelt, würde ich sagen. Das Geschütz regelt. So freut mich, bin ich wieder da. Ich soll also immer das ganze Erz hier in den Ofen reinwerfen, ja? Und das gleich umwandeln am besten. Nee, hier in das Inventar. Du kannst die Sachen reinschmeißen und dann kannst du es hier, wenn du auf Menü gehst, kannst du es umwandeln. Aber hier passt da nicht viel rein. Oder was? Doch, hört sich doch. 30. Wenn du Revolverkugeln kannst, du da mal rausnehmen, dann hast du Munition. Hab ich noch genug. Ich pack bloß Erz. Oh Gott, sind ja bei 50 oder 80 Erz. Und das andere, ja, cool. Ja. Ah, jetzt ist voll. Hehe. Also Kohle kriegen wir nicht mehr rein. Kohle halt auch hier noch bei. Schwarzpulver. Munition habe ich selber noch 60 Schuss. Also ein paar Minuten können wir noch, aber dann muss ich auch langsam Schluss machen. Dann müssen wir die Folge hier beenden. Beenden. Bitte. Das können wir hier dann machen, ja. Also Kohle, nimmst du gerade raus, okay. Bei 220 ist Maximum. So, wo wolltest du jetzt hin, David? Wieder da an, wo wir vorhin waren. Wo ich vorhin war. Komm, wir rennen jetzt einfach hin.
Oh, ich habe aus Schiffs geschossen. Gucken, jetzt sind bestimmt alle Gegner wieder da, oder? Ich habe auch noch Geschützturm-Munition bei, aber das... Die musst du in den Hauptofen schmeißen. In den neuen hier, ja? Nee, in den großen, wo du halt auch fährst und so. Da muss die Muni rein und die Kohle rein, damit das Ding fährt und schießen kann. Ja, alle Gegner sind neu da. Das ist ja toll. Oder hat er das schon abgehakt? Ich wollte ja noch im Keller. So, dann haben wir das. Also ihr müsst mir nicht helfen, ne? Also mach doch alleine. Ja, ich muss mein Inventar noch entlang. Du bist in... Ey, was hab ich denn jetzt schon wieder gedrückt hier? Oh nee, Alter! Was ist denn... Oh, warte mal. So. Schon mal sehr praktisch, dass die mich bis jetzt nicht angreifen. Oh nee, ich hab aus Versehen E gedrückt und jetzt hat er das alle Tiere gewählt. Oh nein, ey, komm wieder zurück. Oh nö. Was passiert, wenn ich in die Lava springe? Du brennst. Fertigungsdatenstufe 1. Dient zur Erforschung neuer Technologien. Das hab ich vorhin gebastelt. Das Ding halt hier oben im Inventar dran. Ich pack das mal hier mit drin, ja? Ah, kann ich nicht. Das ist ja kacke. Warum nicht? Doch. Das hier. Das Ding ist voll. Die gibt keinen Slot. Okay. Klar. Und du bist doch um alle Gegner rumgelaufen, oder was, David? Ja, ich sehe schon die nächste vor mir. Oben ist man theoretisch gleich machen. Hilfe! Datenstufe 1 habe ich auch noch drin, aber ich kann es nicht ablegen. Auf unsere Waffe in der Ruhe, guck mal, ob du da auf Aufwerten unten rechts klicken kannst, also unseren Ofen quasi. Das sind hier nicht. Das ist der Ofen. Das ist unten der in der Mitte quasi. Ja, Pella, lass mal hier links hochgehen, da zu dem Ein-Sterne-Hammer. Das war das Ding eventuell. Abbauen und zerstören können, obwohl das ja gerade eben schon scheiße funktioniert. Komm, da hat der Gegner lauf. Wir kommen hier nicht um. Ja, scheiße, dann ist was rumgelaufen. Doch, hier geht's. Du sollst dich mal heilen. Ja, will ich ja, aber ich will ja wohl erstmal aus der Schussbahn raus. So, geheilt ist er. Ich kann das aber nicht rinnen. Tür aufschießen, aber ich weiß nicht. 50 Schuss habe ich noch. Oh, Tür ist offen. Oh, das ist das von vorhin, würde ich sagen. Also wir schießen den Kern kaputt da oben. Kann man alles zerstören, alle Module und Decke, das so, um also auszuschalten. Alle Module, also auf sind alles. Ich guck erst mal überall rein. Achso, wir können das mit der Spitzhacke auch machen. Okay. Unten ist gelootet. Okay, wir müssen schon mal Schuss herstellen. Pass auf, es kommen neue Gegner. Gelootet, nicht gelootet. Also nur von außen die Sache, meinst du, ja? Ne, ich glaube, wir müssten da drin auch alles wegsprengen, deswegen sollten wir Sprengstoff eigentlich nächstes Mal herstellen. Aber kannst du es auch mit der Packe explodieren? Ja, mach ich. Ich glaube, da sind nämlich auch Module und die müssen wir auch. Ja, es geht, es dauert nur. Aber das vierte Modul ist schon wieder abhanden gekommen hier, ne? War kaputt oder was? Wir hacken!
Na, wir haben bloß noch 3 Kanonen. Wir hatten noch mal 4 Kanonen, oder? Ne, die eine habe ich wieder abgebaut, weil er zu wenig Strom hat. Okay. Energie wird knapp. Aber. Das. Oh. Das dauert schon ein bisschen. Kannst du auch die Wände rausnehmen, dasselbe? Ja, aber das brauchen wir, glaube ich. Nur was Modul, also quasi. Na, ich mache hier alles kaputt, was sonst da ist an Maschine schon. Geht. Pump schon. Oh, ist doch nicht. Achso, das Cockpit müssen wir auch kaputt machen. Ne, yep. Ich mache noch die Werkbank kaputt. Da war ja gesagt, im Sprengstoff ist mit dem. Ja, glaube ich auch. Wenn man es sprengen kann, dann ja. Er zeigt doch ein Damage an, wie lange dauert das denn? Wenn er doch gelb anzeigt, dann... Oh, Alter, das hat er eben gedauert. Dann hättest du. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, oder zehn Schläge. Eins, zwei. Oh, ist kaputt. Oder? Ich habe alle Wände gerade rausgeschlagen. Die Frage, können wir das Ding jetzt komplett abbauen? Nee. Nee. Wenn er keine gelben Zeiger anzeigt, dann draufschlagen. Die Dinger hier kannst du noch abbauen. Ja, alle Module. Und hier. Decke. Das hier geht auch noch kaputt, der wird diese kleinen, fast wohl augenartigen Dinger. Der Schalt explodiert, lauf weg, okay. Okay. Jetzt haben wir, okay, die Decke muss auch weg. Okay. Okay, hätte man ein bisschen besser machen können. Oh, wir kriegen richtig viele Sachen raus. Modifizierte Kettenteile, damit können wir uns was verbessern. Ja. Nice. Jo, krass. Ja, einmal frei, dann kommen wir jetzt kommen wieder zurück. Müssen wir erstmal abladen zu Hause. Jo, Inventar. Süd gefüllt. Hab auch 500 neue Muni für unsere Geschütze dabei, die ich da rausgenommen habe. Oh, nice. Ja, bei denen, wenn du da reinguckst, 500 kriegst du immer raus, wenn du zu so einem Ding gehst. Hier haben wir fast alles abgebaut. Im Keller waren wir. Ja, ist so gut. Jetzt können wir da ja auch hinfahren. Ja. Und könnten da nochmal das Häuschen, beziehungsweise da hinten war auch nochmal 300 Meter eine Quest. Aber ich, also man müsste mal gucken, das habe ich noch nicht geguckt. Auf jeden Fall Gegner spawnen nach. Spawnen aber auch die Items und der Erz nach, was hier an der Oberfläche ist. Kann man da beim nächsten Mal, wenn wir wieder auftauchen nach dem Ausbruch, wieder in den Keller und den Loot holen? Das würde mich mal noch interessieren. Weil ich denke mal, ja. Sonst wäre es ja nicht eine Kupfermine oder sowas. Richtig. Das würde ja alles sonst gar keinen Sinn machen. Oh, aber jetzt haben wir ja das Kupfertal freigeschalten, so können wir da immer wieder hinfahren. Jo. Und ein bisschen Kupfer. Da ist auch außen schon viel Kupfer. Und jetzt, wie gesagt, ist ja unsere Raffinerie verbessert, das schmeißen wir das nur noch drin und dann macht er das automatisch. Wir können auch noch wir müssen auch noch Erweiterungen und sowas bauen. Die Schränke sind ja eigentlich nicht so final, sondern nur ja so für Ausrüstung und so. Da steht immer, wir müssen das Modul erweitern, weil da keine Materialien vorhanden. Ja, nicht schießen. So, hier fehlt was, ein Schredder fehlt. Wir können aber einfacher Sprengstoff machen wir jetzt erstmal. Oh, okay. Achso, man kann in dem Ding kann man auch. Ich habe Drillchip-Kerne 2 Stück hergestellt. Konnte ich innen herstellen. In dem Ding, was wir jetzt eingenommen haben, gerade und zerstört haben. Aber was sie bringen, weiß ich noch nicht. Deswegen habe ich es einfach erstmal gemacht.
Mann, wer packt denn hier schon wieder alles durcheinander? Ich kann nochmal sortieren. Ach, wo du hier. Wir brauchen Kupferplatten, Kupferrohr und Schrank. Das war doch der Lars, gib's doch zu. Wie habt ihr denn die Schränke hergestellt? Ach, Rüstung, Kupferrüstung können wir jetzt bauen. Und eine Schrotte. Eine Schrotflinte. Ja, Shotgun nehme ich gerne. Marshall. Ja, ja. Also, was wollen wir? Brauchen wir verstärkter Rumpf da? Da oben. Ich würde sagen. Ach du Grüne, jetzt bin ich ja so weit weg. Ich glaube, ich werde das nicht schaffen. Ach ey, das hat ja auch noch keiner aussortiert. Was denn? Ach so, nee, Paella, halt stopp, das ist von mir alles. Mhm. Oder was aussortiert. Ja, ja, was hier drin ist. Aber erstmal wieder ein das wieder reinpacken das war, oder was? Nee, das habe ich reingepackt, bevor ich losgerannt bin. Achso. Tausend Schuss. Der Bohrer, der hier liegt, der hat zum Beispiel keinen Schutzturm dran, der verteidigt sich nicht, der produziert. Oh, da kommen sie. Der hat irgendwie Robis. Können wir auch Roboter bauen? Kann später gut möglich sein, ja. Weil der nämlich keinen Ballatom dran hat auf der Seite sozusagen. Ja, wir können. So. Ich muss mich aber ganz schön beeilen, hier quer über die Insel zu rennen. Ich hab mal Schwefel packe ich jetzt bei den Waffen mit hin. Müsst da irgendwie gucken. Es wird immer mehr, immer mehr. So, ich habe mein Inventar jetzt gleich voll entleert. Müsst ihr euch denn zusammensuchen, was ihr braucht. Auf jeden Fall ist jetzt zum Teil cooler Scheiß bei. Und wir haben viel von allem. Also wir können viel craften und herstellen. Vielleicht sollten wir dann gucken, dass wir unten mal noch ein, zwei weitere von diesen Öfen machen. Damit wir das hier alles schön produziert kriegen hintereinander weg. Ja, ich habe alles wegsortiert, David. Von dir habe ich auch alles wegsortiert. Also alle Chicky, Chucky und so. Chicky, White Chicky. Na, warte mal. So, machen wir den Bunker jetzt zu. Und es wird zwar noch geballert, aber wir verabschieden uns an der Stelle. Danke für dabei sein, meine Lieben. Lasst wie gesagt gerne was in den Kommis da, wenn wir was verbessern können oder ihr coole Ideen habt für irgendwelche anderen Projekte. Ein Like oder ein Dislike würde auch sehr weiterhelfen. Oder natürlich auch ein Abo, auch wenn draußen der Krieg losgeht. Das wäre echt freundlich von euch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Gehabt euch wohl und bis denn, Herr Antenne. Ja, ciao. Haut rein. Lars wird sich nicht verabschieden. Aber ist okay, Leute. Tinky Winky. Oh. Nani, nani. Nani, nani. Tschüssi. Ich guck grad.